Ja, nachdem wir gestern so viel Spaß mit dem Bubble Pack hatten, würde ich gerne noch ein kleines Spiel mit euch spielen, bevor wir anfangen. Und zwar, weil das erste Mal ist, dass wir das tatsächlich tun können, weil wir brauchen mehrere tausend Leute dafür. Genau. Wer von euch erinnert sich denn noch an Per Anhalt durch die Galaxis? Hände hoch. Okay. Und ihr erinnert euch noch an das Geräusch, was kommt, wenn die Cricket-Roboter auftauchen? Es klingt, als wenn 100.000 Leute Wop sagen. Und jetzt haben wir zwar keine 100.000 Leute hier, aber zumindest so 2.500 oder 3.000. Deswegen würde ich euch alle bitten, wenn ich so mache, also bei 3, 2, 1, alle mal nicht zu rufen, sondern einfach nur Wop zu sagen. Also es ist wichtig, dass das nicht geschrien wird, ja, sondern dass man das einfach nur sagt. So, Wop. Wop. Kriegt ihr das hin? Gut. Also 3, 2, 1. Jetzt noch mal mit dem Stampf, Stampf, Stampf davor. Genau. Wir machen das Stampf, Stampf, Stampf. Wir machen nur dreimal Stampf, im Buch steht es viermal. Stampf, Stampf, Stampf. Sehr gut, vielen Dank dafür. So, das war der Publikumstest, ihr habt bestanden. Das ist die 13. Veranstaltung. Das ist das erste Mal, dass sie in Hamburg stattfindet, weil wir in Berlin angefangen haben. Wir haben uns ein bisschen geärgert, dass wenn nächstes Jahr der 30C3 ist, dass wir dann nicht die 15 haben. Aber ich finde das ganz angemessen, weil wenn man weiterrechnet, dann kommt man drauf, dass wenn wir den 32C3 haben, wir die 16 haben. Von daher müssen wir gar nicht schummeln und noch ein Security Nightmares zwischendurch machen dieses Jahr. Obwohl wir immerhin die Option haben. Ja, genau. Also im Sommer beim Oben könnten wir zumindest theoretisch. Aber fangen wir mal an. Genau, wir sind ja hier. Es findet statt. Nicht? Also nix 22. Dezember oder so. Der Weltuntergang? Was? Ja. Ja. Habt ihr das Bild gesehen, das im Internet rumlief mit dem Biene-Maja-Kalender? Nur echt mit den 21 Türchen? Also wer von euch war denn enttäuscht, dass die Apokalypse ausgeblieben ist? Okay, ich sehe, wir müssen nächstes Jahr doch noch einen Workshop gegen Winterdepressionen machen. Wobei wir ja dann einen schlechten Job haben hier. Also weil wenn man sich das Jahr Revue passieren lässt in der Vorbereitung dieses Workshops, ja, und was weiß ich, alle heiße Security-Headlines des Jahres durchgeht und dann denkt, oh Gott, das ist wirklich passiert? Oh nein, immer noch? Was hatten wir das nicht schon vor 10 Jahren? Genau, also dazu mussten, kommen wir noch. Also schlimm ist dann, wie weit man zurückblättern muss, um so Probleme, die heute immer noch da sind, dann zum ersten Mal zu finden. Ja, und es ist schon echt schwer, wenn, ich meine, wir hatten einen Sonnentag hier, damit ihr mal seht, wie das in Hamburg auch sein kann. Haben wir die Demo gefahren vor 2 Tagen. Aber ansonsten ist es ganz schön schlimm. Du guckst nach draußen und liest dann so eine Headline wie englische Bank speichert Passwort in Cookie ab. Da denkst du auch, was macht Andreas Bierbraun? Vielleicht eine gute Idee? Ja. Andere Leute werden Gärtner oder Tischler. Ja. Also in der Vorbereitung dieses Events ist so am Ende mal so dieser irgendwas mit Holz machen Impuls sehr stark. Na gut. Also ihr wisst alle, warum wir hier sind, wegen dem Karma. Ja, schauen wir mal. Wir fangen wie immer an mit der Rückschau 2002 und dem Normalitätsupdate, was das Internet angeht. Auf dem 19C3 haben wir über Wireless gesprochen, Mobiltelefonie und so.
Bluetooth, Wireless LAN, GSM. Und das für schöne Spielplätze, zu schönen Spielplätzen erklärt. Da ist auch viel passiert. Interessanterweise doch immer nicht so viel, wie wir eigentlich erwartet hätten. Beziehungsweise auch nicht so schnell. GSM hat dann zum Beispiel ein bisschen länger gedauert als erwartet. Richtig. Aber dann doch auch immer wieder. Und dann immer wieder verschiedene Ausprägungen. Ja, und man hat auch dieses Jahr gab es noch eine Schlagzeile, dass mal wieder jemand irgendwie in seinem Telekom-Provider-Netz über GSM auf der Datenschnittstelle irgendwie einfach mal gescannt hat und da immer noch Telekom-Provider-Equipment gefunden hat. Und natürlich das Übliche mit Windows NT und so. Wir haben damals aber auch erklärt, dass die Telefonstabilität der Betriebssysteme noch nicht ausreichend ist für ordentliche Malware. Das hat sich geändert. Zum Glück geändert, ja. Genau. Wir hatten auch nicht vorhergesagt 0190er-Dialer. Was ist denn das Äquivalent heute? Schalten Sie das WLAN aus, um diesen Anruf zu machen, damit wir Sie freischalten können für unsere tolle Website. Ja, oder so Mediahändler auf Mobiltelefonen, die dann über UAI 190er-Nummern anrufen oder Premium-SMS schicken. Premium-SMS, genau. Genau. Ja. Also man kann ja so bei so einem Android-Phone heutzutage auf eine URL klicken und dann schickt es ein Premium-SMS. Das finde ich einen hinreichend guten Technologiefortschritt. So, also auch im Bereich Mobile Payment, ne, sollte man nicht vergessen. Genau. Wir haben damals gesagt, und das ist 10 Jahre her, dass die Smartphone-Provider, also Hersteller, nicht in der Lage sind, schnell genug zu patchen. Das waren noch Zeiten, wo man mit seinem Nokia-Telefon zum Nokia, nicht zu irgendwem, sondern nur zu bestimmten Leuten gehen konnte und die haben dann da ein Kabel reingesteckt und das Telefon für einen geupdatet. Und wir hatten damals irgendwie eine Minute Applaus für Siemens Mobile Schweiz, wo der User das selber machen durfte. Mit einem speziellen Kabel und einer Windows-Software. Also wir erinnern uns, Nokia ist ja da auch immer noch auf diesem Stand geblieben, eine ganze Weile. Ja. So, jetzt gucken wir uns um, 10 Jahre später, und wie viele Hersteller sind in der Lage, das Mobiltelefon, also ein Smartphone, zu patchen, womöglich noch over the air, womöglich noch ohne den Carrier zu fragen? Wir sind nicht beeindruckt. Und dieses Problem mit dem Patchen ist ja mittlerweile kein technisches Problem mehr, ne? Sondern tatsächlich ein organisatorisches Problem, weil wer patcht, wer den Patch offeriert, der besitzt den Kunden. Und da nun alle den Kunden besitzen wollen, also die Carrier und die Hersteller und irgendwie die Betriebssystemshersteller, gönnen die sich alle das Patchen nicht. Ne? Also man will das erstmal angucken und gucken, dass dann nicht versehentlich dann zum Beispiel der schöne Knopf in dem Operator-Skinning rausgefallen ist, der dazu führt, dass man irgendwie die teuren Dienste benutzt. Ja, aber ganz ehrlich, man muss auch genug Geld verdienen, damit man überhaupt sich das leisten kann, irgendjemanden zu bezahlen, der dann irgendwie einen Patch schreibt. Und den prüft. Ja, auf der anderen Seite. Ja. Genau. Ja, nee, aber nicht mal alle, die Geld verdienen in dem Business, schaffen es zu patchen irgendwie. Von daher, hey. Auch irre, vor 10 Jahren haben wir das erste Mal über Netzwerk, also Drucker mit Netzwerkanschluss gesprochen und dass man die ja vielleicht auch mal patchen sollte. Ja, ich glaube, letztes Jahr auf dem Kongress war einer, der erzählt hat, wie man den Druckern PDFs schicken kann. Und dann rechnen die irgendwas Lustiges aus, bevor sie es ausdrucken. Der wollte, glaube ich, noch einen Netzwerkscanner in PDF-Skript implementieren, das dann der Drucker ausführt. Gibt es da eigentlich Updates? Hat dazu jemand was gehört? Also Drucker. Ja, oder? Drucker im Trojaner, na klar. Ich meine, ich gehe mal heute in eine größere Firma, stelle ich vor einen Drucker und frage, wer patcht denn den? Ja, oder da ist doch eine Platte drin, die alles irgendwie, wo alle Kopien drauf landen. Löscht die jemand, bevor das Ding hier rausgerollt wird? Also Drucker kaufen auf eBay macht immer noch Spaß, ne? Also wenn man weiß, um welches Modell es sich handelt, kann man immer noch eine Menge mitmachen. Ja.
da sind wir enttäuscht, oder? Computergesteuerte Verkehrsmautsysteme, da hatten wir eigentlich gedacht, da passiert mehr. Ja, also zumal ja doch irgendwie ein gewisser Druck da so ist, dachten wir so, ein bisschen ökonomischer Druck, so da könnte man was, wir hätten so überlegt, ob man so mit GPS-Spoofing arbeitet oder dergleichen Dingen mehr, aber irgendwie passiert da nicht so viel und es gibt da interessante Theorien darüber und eine der Theorien ist unter anderem, diese Verkehrsmautsysteme, die stehen eigentlich nur als Deko. Also die sind manchmal ein bisschen an. Also schon alles echte Hardware, ne? Weil nicht, die Wirtschaftsförderung muss ja passiert sein, ne? Ist ja klar. Also irgendjemand muss diese Hardware gekauft und bezahlt haben. Aber die sind halt eben nur manchmal ein bisschen an, ist so eine dieser Theorien. Damit so gelegentlich mal jemand kontrolliert wird und einen Strafzettel bekommt. Und ansonsten wird die Hardware geschont. Ja, wird richtig angemerkt, dass es ein Exportschlager ist, aber das geht ja auch trotzdem. Ich meine, Hauptsache man exportiert viel Hardware. Ne? Das richtig. Ja, und Spielekonsolen versus Internet, das ist ziemlich gut hingehauen, oder? Hat nicht mal 10 Jahre gedauert. Ja, oder erinnert sich noch jemand an Sony? Genau, das Internet-Normalitäts-Update, also was ist inzwischen normal? Ein paar Zahlen immer mal, das ist nicht das größte Netz gewesen, das größte Botnetz gewesen, das DNS-Changer-Botnetz mit 4 Millionen Rechnern in 100 Ländern. Aber ich fand, das hat echt viele Beiträge gekriegt, so im Sinne von, und jetzt bald werden die Kontrollrechner, die sie da dann übernommen hatten, jetzt werden sie abgeschaltet und dann wird es immer noch tausende Rechner geben in Deutschland, die dann kein Internet mehr haben und so. Also kein DNS mehr haben, meinen Sie? Kein DNS mehr haben. Aber damit haben sie auch kein Internet mehr. Ja. So, und das habe ich irgendwann schon gedacht, irgendwie, jetzt schaltet das Ding doch ab. Damit dieses Gewimmer in der Presse aufhört, ne? Das auch so. Ja, Ransomware ist mittlerweile total normal geworden. Da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil ich sehe sowas ja immer nicht. Ist so ein bisschen wie mit Werbung. So, alle Leute regen sich über diese Internetwerbung auf. Und, aber wenn man sich so umhört, so im Bekanntenkreis von Leuten, die noch so ihre in Würde gealterten Windows XP-Systeme benutzen, bei denen ist tatsächlich da so Ransomware, also die dann den Computer blockiert, indem du zum Beispiel alle 100 Millisekunden die Explorer-Exe abschießt. Relativ normal. So, das kommt immer mal wieder vor und da gibt es dann auch so Remover-Programme Leute, die so in so PC-Shops arbeiten, entfernen sowas wohl auch eher routinemäßig. Aber es gibt wohl offenbar auch eine ganze Menge Leute, die bezahlen. Ja, und bezahlen geht halt deswegen, weil es halt irgendwie anonyme Bezahlsysteme gibt. Also man muss halt klar sagen, so Ransomware ist der Preis dafür, dass es anonymes Bezahlen im Internet gibt. Also speziell so Services wie Ucash werden da wohl gerne benutzt. Und diese Ransomware sieht auch immer professioneller aus. Ne? Also die sieht dann halt so richtig so, also häufig haben die dann so, BKA hat Dinge auf ihrem Computer entdeckt oder FBI hat Dinge auf ihrem Computer entdeckt und sie können die Strafzahlung gleich hier eingeben und dann wird ihr Computer wieder freigegeben. Und es sieht total sleek und toll aus, also so toll würde das BKA nie seine Webseite hinbekommen. Also offensichtlich, diese Art von Normalität geht irgendwie immer so ein bisschen an uns vorbei. Oder wer hatte von euch schon mal Ransomware? Nein, so darfst du nicht fragen. Wer von euch kennt zufällig jemanden, der mal Ransomware hatte? Aha! Ich glaube, da sind wir schon bei der nächsten, oder? Ja, aber weiter. Nur um so ein bisschen Statistiken durch die Gegend zu werfen. 90% der Internet-User kennen wohl Viren und Spam. 55% kennen Phishing. Da müsst ihr also noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Bitte? Also, wobei man ja sagen muss, irgendwie so, also so Mastercard und Visa tun ja da viel dafür, ne, dass Phishing bekannter wird. Also ihr kennt ja dieses Verified by Visa-Ding, ne? Das sieht ja genau aus wie so eine Standard-Phishing-Eingabe, so eine Standard-Phishing-Eingabemaske. Genau. Wenn ihr mal was sucht, was ihr als Demo benutzen könnt. Guck, genau, mal, so sieht das Phishing aus. Genau. Wer von euch hat denn mehr als 10 Viren so beim weihnachtlichen Familiensupport entfernt?
ihr wisst schon, Weihnachten ist, wenn man nach Hause fährt und PCs fixt. Genau. Wir fangen mal mit Null an. Ne? Wer hat auf der Verwandtschaft, lieber Verwandtschaft, PCs keinen Virus gefunden? Ihr habt nicht genau genug gesucht. Okay, so ungefähr ein. Ah, zwei. Drei. Fünf. Mehr als 10? Okay. War das XP oder noch 95? XP höre ich. Okay. Wow. Gut. Also Moment, halt. Und wer von euch hat danach die Verwandtschaft auf Linux umgestellt? Immerhin. Oh. Ja, so Datenwegkommnisse ist mittlerweile so Grundrauschen geworden. Ne? Ja, also nee, was dieses Jahr passiert ist, also darüber reden wir eigentlich gar nicht mehr, wie viele Datenbanken wem weggekommen sind und wie viele Millionen Datensätze es eigentlich waren. Weswegen ich das hier draufgenommen habe, ist, weil ich da in dem Kontext gelesen habe, dass sich jetzt jemand hingestellt hat. Ich glaube, es war Verizon in den USA und die haben ein Format vorgeschlagen, wie man das jetzt meldet. Ja, also so meine Datenbank war, da waren so und so viele Leute drin und es waren alles Privatkunden oder nicht und die kommen da und daher und es gibt jetzt ein standardisiertes Format für das Melden von Datenverlust. So. Und ich meine, auf der Basis kann man doch jetzt gut weitermachen mit den Statistiken, oder? Meine Güte. Ob man eine Kopie der Daten anhängen kann. Ja, ich habe hier diese. Was? Fahndungsfoto. Fahndungsfoto? Ja, weiter, wir machen weiter. Ja, so der Durchschnittspreis für irgendwie einen ordentlichen iOS-Exploit ist eine Viertelmillion Dollar, nur so als Realitätsabgleich. Das heißt also, wir sehen halt, dass, also wir haben immer so die Theorie, dass der Preis von so Exploits irgendwie eine Funktion ist von zum einen Schwierigkeit des Auffindens und zum anderen Verbreitung der Plattform. So als Benchmark schon ganz interessant. Genau. Oh ja, die war gut. Ja, die war gut. Die Engländer machen ab und zu so ulkige Sachen, dass sie irgendwie Leute in die S-Bahn schicken und sagen, kannst du mir mal dein Firmenpasswort aufschreiben? Und so, und dann gucken, ob das jemand macht. Und hier gab es eine Studie, wo sie die Leute gefragt haben, zu welchem Preis sie denn ihr Passwort hergeben würden. Also ihr Firmenpasswort. Ja, sie haben angefangen mit ihr Firmenpasswort und haben dann festgestellt, dass mehr als 50% der Befragten ihr Firmenpasswort bei 5 Pfund abgeben würden. Ist ja mal eine Zahl, fair enough, 5 Pfund für ein Firmenpasswort. So, und dann haben sie gefragt, und was ist mit ihrem Social-Media-Passwort? Ja, was muss ich ihnen da geben, damit sie es rausrücken? Und da haben sie die, ich glaube, 34% der Leute hätten ihr Passwort erst hergegeben, wenn die 80 Pfund auf den Tisch gelegt hätten. So. Also man kann da mehrere Dinge draus schließen. Ne? Also zum einen, wie es um die Loyalität der Angestellten in Firmen durchschnittlich bestellt ist. So, also gut, ich meine, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ne? Also es ist halt so, wenn man sich so den Arbeitsmarkt anguckt, ist ja doch die Loyalität gegenseitig nicht mehr so sehr ausgeprägt. 5 Pfund ist dann vielleicht sogar irgendwie noch eine ganz angemessene Größenordnung. Ne? Also es ist ja so einen Burger und einen Milchshake oder so. Genau.
Und es gibt natürlich einen zwangsläufigen Schluss aus dieser Studie. Firmen müssen auf Facebook Authentication umsteigen. Ja, dann haben wir uns noch so ein bisschen angeguckt, wie dann so der State of the Art von Trojanern dieses Jahr so ist. Und da waren wir doch einigermaßen beeindruckt. Zum Ersten drängen einem ja immer mehr Banken diese Mobile-TANs auf. Ne? Also dass halt irgendwie man eine TAN nicht mehr auf einem ausgedruckten Zettel hat, den man nach und nach abarbeitet, sondern man fordert die TAN an, indem man im Browser irgendwas klickt und eine Transaktion haben will und dann kommt so eine SMS mit der TAN und dann gibt man die wiederum da ein. Also genauer gesagt ist die Theorie, wenn man berechtigt ist, dieses Mobiltelefon in der Hand zu halten, was mit dem Account assoziiert ist, dann kann man auch diese Transaktionen durchführen. Ja, und sind natürlich die Fischersleute nicht so ganz untätig und haben sich Folgendes ausgedacht. Sie hijacken zuerst den Browser, zeigen im Browser an, ja, für ihr Mobile-TAN-Dings müssten Sie Ihr Telefon mal irgendwie mit einem Security-Update versehen. Wählen Sie doch mal aus dieser Liste von hübsch gemachten Telefonen, so, also sind dann so viele kleine Telefone, wählen Sie doch mal aus, was Sie für ein Telefon haben, klicken Sie da drauf und geben Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Telefonnummer an. So, dann bekommt man auf dieses Telefon dann entsprechend auf den Typ des Telefons zugeschnitten einen Exploit geschickt, also in der Regel halt irgendwie einen Link in einer SMS oder eine MMS oder was immer gerade auf dem Telefon geht, mit dem deutlichen Hinweis nochmal im Browser und auch nochmal in der SMS, so ja, hier kommt jetzt gleich das Update und dann müssen Sie dreimal Ja sagen, auch wenn da komische Dinge von Security stehen, ist richtig so. Und dann installiert sich auf dem Telefon halt ein kleiner Trojaner, der dann anfängt, die Mobile-TAN-SMSen einfach abzufangen und den Fischersleuten zuzuteilen. Wann immer eine Transaktion versucht, wird dann irgendein technischer Effekt vorgegaukelt und die SMS kommt halt nie an oder ist halt kaputt oder irgendwas. Und in der Zeit können die dann halt das Konto leer räumen. Den fand ich schon einigermaßen beeindruckend. Aber wirklich beeindruckend fand, war ein Trojaner, der per Browser-Hijacking einem vorgaukelt, man hätte eine Überweisung bekommen. Und zwar richtig gut, die tauchte mal. Ja, nicht Peanuts, also schon so ein paar hundert Euro. So genau, so ein paar hundert Euro, die plötzlich auftauchen in der Liste der eingehenden Transaktionen. Sieht auch alles super aus, auch die Summen stimmen alle, so, also alles gut gemacht. Und dann kommt da so ein Pop-up und sagt, ja hier, Sie haben ja versehentlich irrtümlich eine Überweisung bekommen, überweisen Sie doch mal zurück. Und das Clevere daran ist, dass es total egal ist, was die Bank sich für Sicherheitsmechanismen ausgedacht hat. Ob die jetzt Flickr-Codes oder M-TAN oder normale TAN oder total egal, selbst wenn der User eigentlich nichts, also total vorsichtig ist und auch sein Banking nur auf einem separaten Computer macht, das hilft ihm alles überhaupt genau gar nichts, ne? Weil er möchte das Geld zurücküberweisen. Und das bringt uns genau zu diesem interessanten Punkt, dass also tatsächlich der gezielt wird mittlerweile nicht mehr so sehr auf den Computer, sondern auf das Hirn. Ne? Und unser Hirn ist ein statisches Ziel, wie Daniel Suarez gesagt hat. Das heißt, wir können im Zweifel uns dann irgendwann nicht mehr dagegen wehren, dass wir Dinge möchten, die uns vorgegaukelt werden. Ja, und Windows XP-Systeme sind doppelt so oft infiziert wie Windows 7-Systeme. So viel zu den Statistiken. Jetzt müssen wir ziemlich durchhauen durch die Rückschau. Geht. Geht, okay. Da geht's schon los. Stuxnet habt ihr alle mitgekriegt und die Nachfolger Flame und wie hieß das dritte Ding? Doku. Und da gab es ein paar interessante Aspekte. Die Amerikaner haben sich ja so mehr oder minder dazu bekannt, dass sie Stuxnet gebaut haben. Und die Frage ist ja, warum? Und wenn man dann sich so ein bisschen so diese Doktrin-Papers durchliest, die da haben, unter welchen Umständen sie wie Cyberwaffen einsetzen und was halt die Einsatzkriterien dafür sind, dann stellt sich raus, was die eigentlich so richtig gerne hätten, so richtig so im Grunde ihres Herzens wären sie froh, wenn es wieder so wie Kalter Krieg wäre und man sowas wie Abschreckung hätte. Na, also man weiß so, hier, wir haben so und so viele Sprengköpfe, wenn wir uns gegenseitig auf den Kopf hauen, ist der Planet weg, also hauen wir uns nicht gegenseitig auf den Kopf. So, und ist halt doof, weil bei digitalen Waffen kann man
nicht so richtig gut wissen, wo die jetzt eigentlich herkommen. Also es gibt halt keine richtige Attribution. So, wenn so eine Atombombe hochgeht, macht man ein Isotopenprofil, weiß, okay, kommt aus China oder kommt sonst irgendwo her. Bei irgendwie so einem digitalen Angriffswerkzeug kann man mal ein bisschen auf den Code gucken und so ein bisschen so irgendwie Kaffeesatz lesen machen und ein paar Knöchchen hinwerfen und gucken, ob man möglicherweise rauskriegt, irgendwie, wie so der Coding-Stil ist. Aber so richtig ein Abschreckungseffekt stellt sich nicht ein. Wenn jetzt aber eine Partei, wie in diesem Fall, quasi hingeht und sozusagen den Waffenschrank einmal aufmacht und sagt so, übrigens, das ist das, was wir hier haben, also das sind die Werkzeuge und das ist vor allen Dingen der Aufwand, den wir da reinstecken, dann stellt sich möglicherweise, so ist die Theorie dahinter, halt ein Abschreckungseffekt ein. Und genau das ist, was sie da getan haben. Genau, und außerdem war Wahlkampf. Was spannend war, war, dass es ein Urteil gab in den USA, dass ein Passwort tatsächlich Zeugenaussage sein kann, man sich mit Zeugenaussagen nicht selber belasten muss und deswegen Passwörter nicht rausrücken muss. Allerdings in einem relativ komplexen Kontext. Trotzdem fanden wir das bemerkenswert. Geht in die richtige Richtung. E-Voting-System wurde wieder eins vorgestellt, hat 48 Stunden gehalten. Und die österreichische Bürgerkarte hat auch nochmal einen weggekriegt. Datenverbrechen. Also eigentlich dachten wir, dass wir hier vielleicht mal nicht mehr Einzelfälle, sondern ein bisschen generisch werden, bevor wir es dann vielleicht wieder abschaffen müssen. Keine Ahnung, das wissen wir noch nicht genau mit dieser Kategorie. Aber klar war, dass diese Adressbuch-Downloader-Geschichten eine Problematik sind, weil das ja so das übliche Problem ist, aber auch in der digitalen Gesellschaft. Wenn Daten wegkommen von mir, dann eben nicht notwendigerweise bei mir, sondern bei anderen, die Daten von mir haben. Ja. Und wer von euch hat zu Hause die Tür zugeknallt mit, ich habe alles, was ich von dir weiß, in mein Telefon gespeichert und jetzt gehe ich auf den Kongress und mache das WLAN an? Ja. Noch schlimmer dann, oder was heißt noch schlimmer, auch schlimm, diese Instant-Messaging-Apps ohne Verschlüsselung und gute Authentication. Die beste ist die Kombination aus den beiden. Ihr wisst alle, wer gemeint ist. Inklusive Adressbuch-Download. Und also man... Ja, aber am Ende des Tages muss man inzwischen fast damit rechnen, dass Daten wegkommen, inklusive Passwörter womöglich noch und so weiter. Und von daher kann man jetzt mal pauschal erklären, alle, die erwischt werden beim Wegkommen von Daten, okay, shit happens. Und eigentlich doof ist man, wenn man dann feststellt, dass diese Passwörter nicht gesalzen waren. Das doch war so ein bisschen 2012 Trend schon, ne? Dass ja, also immer mehr ungesalzene Passwortlisten im Netz kursieren. Da weiß man dann auch endlich mal, was man irgendwie mit der überschüssigen CPU-Power, die man fürs Gaming angehäuft hat, anfangen kann, nicht wahr? Ja. Ich hörte ja davon, dass demnächst da so durch den Generationswechsel beim Bitcoin-Rechnen auch ordentlich Rechenkapazität frei wird. Kann man auch für sowas benutzen. Ja, dann, was war lustig? Offene Videokonferenzsysteme. Nee, nicht offen wie in Open Source, sondern offen wie in Scheunentor. Die waren also fein übers Internet erreichbar und man konnte sich dann also direkt aufschalten auf so eine schicke Besprechungsrunde bei irgendeiner Anwaltskanzlei oder was. Und, das ist nur doof, wenn die dann plötzlich die anfängt, die Kamera zu zucken, wo sie es nicht erwarten. Ne? Ja, genau. Also mit Kamerabewegung und Fernsteuerung und Zoom-Funktion. Da stand in dem Bericht drin, dass die Zoom-Funktion teilweise so gut war, dass man in 6 Metern Entfernung noch das Passwort lesen konnte, das auf irgendeinem Zettel stand. Ja.
Und also nicht nur Videokonferenzsystemkameras kann man über sowas finden, sondern auch irgendwie alle möglichen Überwachungskameras. Es ist ja schon seit mehreren Jahren Sport zu gucken, wie viel von diesen Kameras man so finden kann. Wenn man dann so die typischen Management-Webseiten-Strings mal in Google eingibt, dann findet man in der Regel so ein paar tausend davon. Und da gibt es auch schon so die ersten Kunstprojekte. Ich sah da neulich eins, die hatten so einen ganzen Raum mit Beamern vollgepflastert und haben da auf jedem davon so 12 oder 14 Kameras irgendwo auf der Welt dahin gestreamt, die sie irgendwie zufällig per Google gefunden haben. Es war schon sehr beeindruckend, wenn man so plötzlich der Welt zugucken konnte. So, ne? Das, ja, kleine Läden, Rezeptionen von Hotels und so Zeugs, völlig unklar. Puffs auch. Operationssäle hören wir gerade. Oh. Okay. Okay. Gut, also da wird was getan für die Bildung der Welt. Mit Ton? Lassen wir das. Ja, man konnte sich dann auch noch weiter verbinden von diesen Videokonferenzsystemen teilweise zu anderen und die Adressbücher auslesen und so Geschichten. Was gut ist, ist der Trend, dass sich Adressverwürfelung weiter durchsetzt, sowohl auf Ebene Applikation, also Firefox macht das jetzt wohl auch für Extensions, als auch bei einigen Betriebssystemen geht, wandert das jetzt halt aus dem User Space in Kernel und so. Das ist alles gut. Nicht so gut ist, wenn das der Antivirus dann wieder abschaltet. Oder sagt man, also beziehungsweise der Antivirus dann nichts sagt und so tut, als liefe er noch, obwohl er nicht mehr läuft. Ja, das ist immer gut. Ja. Dann gibt es ja diese Passwort-Offenlegen-Diskussion. Ich weiß nicht, inwiefern das hier schon in Deutschland aufgetaucht ist. Ich habe da nur Berichte, glaube ich, gelesen aus USA und England, dass wenn man zum Einstellungsgespräch kommt, dass man dann gebeten wird, entweder gleich das komplette Social-Media-Username-Passwort-Kombination abzugeben, damit die sich das mal anschauen können, oder eben dort einzuloggen, damit sie mal in die Timeline gucken können. Naja, also man als Arbeitgeber will man schon wissen, wen man einstellt, ne? Ja, das ist so das Äquivalent zu, können Sie mal alle Privatpost, die Sie gekriegt haben in den letzten Monaten, also wann wäre das Äquivalent gewesen, vor 20 Jahren oder so, bringen Sie mal alle Ihre Privatpost mit, was hätte das für einen Aufschrei gegeben, oder? Ja, eigentlich ist das Äquivalent was anderes, nämlich die Sicherheitsüberprüfung, wo Sie dann loslaufen und mit allen Freunden und Verwandten reden und eine Charakterstudie über einen einholen. Ja. Interessant ist, dass wir auch Berichte bekommen haben, dass sowas auch gelegentlich passiert in Deutschland, gerade wenn so irgendwie Kinder und Jugendliche festgenommen werden wegen irgendwelcher Gewalttaten oder so, dass sie dann schon mal ein bisschen Druck ausüben, um ans Facebook-Passwort zu kommen, um daraus den Freundeskreis zu erschließen und zu wissen, wen sie dann sich noch angucken sollen. Okay, also andersrum, was, du willst mich entlassen, aber ich habe doch das Facebook-Passwort. Ja, für den Firmenaccount, klar. Mhm. Und dann gab es noch die Variante, vorher das Facebook-Profil entsprechend anzupassen, um sich dann Potenzial für eine Diskriminierungsklage zu verschaffen. Ja, das ist dann wohl der Trick, der in USA kursiert, dass man dann auf dem Facebook-Profil so Sachen postet wie, ja, ich habe gestern mit meinen Eltern gesprochen, ihnen erklärt, dass ich schwul bin, so. Und das postet man dann auf Facebook, auf seiner privaten Timeline, sorgt dann dafür, dass der potenzielle Arbeitgeber das sieht, sagt, ich druck das jetzt aus, was Sie gesehen haben, gehe damit zu meinem Anwalt, weil wenn ich den Job nicht kriege, dann kriege ich den ja offensichtlich wegen Diskriminierung nicht. Und deswegen können Sie mich jetzt einstellen oder mir ein Jahresgehalt überweisen. Gut. V6 wird manchmal denn doch benutzt? Also ich habe das gelesen und gedacht, Meilenstein erreicht.
Ja, Phishing nimmt natürlich irgendwie neue Wege, so, nachdem wir jetzt irgendwie mit den klassischen Methoden so ein bisschen durch sind, werden jetzt halt neue benutzt, auf denen immer noch die alten Mediahändler funktionieren. Also zum Beispiel bei Nearfield Communication auf Telefon kann man auch ganz prima noch URLs rein droppen, die dann ausgeführt werden. Selbes für QR-Codes, also QR-Codes auf Plakaten zu manipulieren. Ich weiß nicht, haben wir glaube ich vor 3 Jahren oder 4 Jahren oder so mit angefangen, als das die erste QR-Code-Welle kam. Das war da halt irgendwie lustige URLs, ich glaube, wir haben es sogar für WikiLeaks gemacht, also halt einfach so den QR-Code mit der URL und dann auf diese Werbeplakate geklebt. Hat natürlich fast niemand draufgeklickt, weil irgendwie diesen QR-Code ignorieren die Leute ja. Aber dieses Jahr hat es dann, ich glaube, Symantec gemerkt, dass da draußen QR-Code-Phishing unterwegs ist, wogegen man ja unbedingt ein Sicherheitsprodukt braucht, was die über QR-Code eingescannten URLs erstmal auf Sicherheit überprüft. Und seitdem ist es dann auch ein Thema in den Medien, dass man jetzt über QR-Codes Phishing betreiben kann. Stimmt, genau, man kann, ja, war dieses Jahr ja auch die, dass es möglich ist, halt auch Shortcut-Codes auszuführen, zum Beispiel für ein Factory-Reset über einen QR-Code. Das ist insbesondere so auf, ich stelle mir das so gerade so vor, wenn man so Flughafen-Ankunftsbereich, wo die Leute dann gerade so ihre Telefone auspacken, um zu gucken, wo sie so hin müssen und dann so. Ach, ja, dann wo sie so hin müssen, wo ich müsste jetzt mal mein Ticket, mein elektronisches, bzzzt. Ups. Ja. Dann Google Search geht auf SSL, war dieses Jahr. Und Apple geht zur Black Hat. Ah, sie sind dann dahin gegangen, haben das Paper vorgelesen, das sie irgendwie einen Monat vorher veröffentlicht hatten über die iOS Security Architektur. Übrigens empfehlenswerte Lektüre, ist auch nicht zu lang. Ja, haben das Paper vorgelesen und haben gesagt, wir nehmen keine Fragen entgegen. Tschüss. Aber jeder fängt mal klein an oder so, ne? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat sich's gestört, dass Papier keine runden Ecken hatte oder sowas. Ja, auch in 2012 immer noch ein Renner sind Schwachstellen-Repositories, also Git und Ähnlichem. Ja, GitHub hat es erwischt. Ja. Wobei, wir haben jetzt, hier steht jetzt Repository für Sicherheitslücken. Das steht ja eben nicht. Haha, habt ihr gemerkt, was ich da gerade gemacht habe? Repository Sicherheitslücken, aber gerade GitHub ist ja auch ein wunderbares Repository für Sicherheitslücken, weil wenn man da mal anguckt, die Suchbegriffe eingibt für so Sachen, wie man irgendwie mit dem Secret umgeht und so, da findet ihr viel interessanten Code. Also neuen und alten. Ja. Dann hatten wir ja hier ab und zu schon mal über Smart Meter philosophiert und da ist mir was über den Weg gelaufen, wo es hieß, dass Sie inzwischen in Puerto Rico seit 1992 Smart Meter installieren, deployen etc. und jetzt davon ausgehen, dass 10% der Smart Meter manipuliert sind. Ich meine, wir fordern ja schon seit mehr als 10 Jahren endlich Blinkenlights für Stadtteile hier auf dieser Veranstaltung. Und sind natürlich mit dem Smart Meter sind der Hoffnungsträger. Mit der Geschwindigkeit des Fortschritts noch nicht so ganz einverstanden, aber die Smart Meter werden uns dahin bringen, wir sind überzeugt. Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, dass es die ersten Zigbee, also das Zigbee ist so ein Wireless-Protokoll für Hausautomation. Und es gibt jetzt die ersten Zigbee-basierten Glühlampen, die man von seinem Android- und iOS-Telefon aus steuern kann über WLAN. Naja, und die Smart Meter, die neueren Generationen, die bekommen alle, na, GSM. Und zwar vorzugsweise, weil so ein Smart Meter darf natürlich nicht viel kosten, mit den ganz, ganz billigen Baseband-Chips. Also, wir kommen dahin. Blinkenlights für Stadtteile, merkt es euch. Ne?
In dem Kontext hatten wir mal darüber gesprochen, dass man ja vielleicht Blinkenlights auch auf eine andere Art und Weise mit einem großen IR-Scheinwerfer, dass man an das man eine wie hieß das Ding, anschließt? TV Begun. Und es dann auf so ein Hochhaus hält. So ein paar Sachen vergessen wir ja immer. Also zum Beispiel haben wir Fernseher-Firmware-Hacking haben wir nicht vorhergesagt, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir beide Fernseher haben, die noch aus einer Baureihe sind, bevor wir geboren wurden oder so. Na, meiner nicht ganz, aber... Ja, wie auch immer. Ja. Und... Aber wenn man sich das mal überlegt, wir haben zwischendurch mal die Plaste-Router-Übernahmewelle angesagt und so weiter. Was ist denn eigentlich das, was so in den Haushalten als Gerät eben dann doch häufiger ausgewechselt wird? Ja? Ist tatsächlich ein Plaste-Router mit einem großen Display. Man nennt ihn heutzutage Fernseher. Genau, also die Fernseher, das wird noch spannend vielleicht. Besonders sollte man, also wenn man da mit spielt, immer darauf achten, dass gerade ein möglichst populäres Sportereignis parallel läuft. Ja, mit den Fernsehern der Nachbarn zu spielen ist vielleicht lustig, aber von ihnen gejagt zu werden dann nicht mehr. Man kann sehen, wie sie die Couch verlassen, weil da Kameras drin sind. Genau. Danke für den Hinweis. Ja. Das erinnert mich immer an die fabelhafte Welt der Amelie, wo das kleine Mädchen oben auf dem Dach sitzt und immer, wenn der Nachbar gerade Fernsehen guckt, dann die Antenne rauszieht. Ja. Ja, auch bemerkenswert dieses Jahr war, da gab es früher dann das offizielle Postmortem zu dem Diginotar-Desaster in Holland. Das ist ein Dokument, was sehr lesenswert ist, weil man da mal einen Realitätsabgleich dafür bekommt, wie vertrauenswürdig denn so eine Certificate Authority in der Realität tatsächlich ist. Wenn man das so liest, sollte man erstens sitzen, zweitens einen starken Drink dabei haben. Die haben da so Sachen gebracht, die in einer Certificate Authority wohlgemerkt, die auch sowas wie Notarzertifikate für Holland, also so offizielle Zertifikate erstellt und verwaltet hat. Ja, und für die Regierungswebseiten und so. Und für die Regierungswebseiten und für Zugangskontrollsysteme und alles, was sonst noch so da war. Die waren halt so bei wie so einigermaßen crappy Webseiten-Software sowas wie 7 bis 9 Releases zurück. Das mit den Patchen haben sie nicht so genau genommen. Also die Software, die da hochgenommen wurde, war von 2008, als sie dann 2011 erfolgreich angegriffen wurde. Also man sieht, das sind also offensichtlich die Besten der Besten, die da unterwegs gewesen sind. Und dieses Diginotar-Betrieb sind auf jeden Fall ein sehr, sehr lohnenswertes Dokument, das zu lesen. Das bringt uns zu dieser ungebrochenen Zertifikatsgläubigkeit, die uns 2012 doch sehr erstaunt hat. Irgendwie trotz dieser Desaster wie Diginotar und wie sie alle hießen, glauben da draußen immer noch eine ganze Menge Leute irgendwie an diese Zertifikatsinfrastrukturen. Völlig unklar. Wenn man, also selbst so Leute wie Google zum Beispiel, also wenn man jetzt mit Google Mailverkehr haben möchte, also mit einem eigenen Mail-Server, dann kann man seit neuestem keine Self-Signed Certificates mehr benutzen, sondern muss sich halt irgendwie so ein Snake-Oil-Zertifikat von einem der großen CA-Anbieter kaufen, damit man Mails bei Google einliefern kann. Und die spannende Frage dabei ist natürlich so, warum macht Google nicht eigentlich mal was Richtiges, nämlich Certificate Pinning? Das heißt also dafür sorgen, dass man sich daran erinnert, mit welchem Zertifikat man letztes Mal gekommen ist. Weil wenn man mit demselben Zertifikat kommt, ist man wahrscheinlich derselbe. Total trivial, technisch nicht weiter schwierig, aber irgendwie kommt niemand auf die Idee. Ja. Wir empfehlen da die Firefox Extension Certificate Patrol. Ja. Das ist ganz interessant manchmal. Da ist eine Wortmeldung. Ja, zu der ungebrochenen Zertifikatsgläubigkeit, die ist also, finde ich, auch in der Hacker-Community durchaus noch nicht ausgestorben. Für jeden Link, den wir auf ccc.de tun, wo ein HTTPS dran steht und irgendwie Self-Sign Cert, oder für jeden Link, den wir auf Twitter raustun, kriegen wir gefühlt einen anschwellenden Mailsturm von so 50 aufwärts, die sich also beschweren darüber, dass also Self-Signed ist. Dann haben wir diesen längeren Blogpost, den Fefe mal geschrieben hat dazu. Also der hat doch mal erklärt, wo das Problem liegt.
Und so standardmäßig schicken wir den immer so zurück, so lies mal, dann verstehst du vielleicht die Probleme und warum wir also Self-Signed-Cert und HTTPS trotzdem rausschicken. Interessanterweise, früher war dann immer danach so Ruhe. Ja? Haben sie dann gelesen, aha, Problem verstanden. Heute kommt mal so eine Diskussionskultur auf, so. Ah, wie wir da behaupten könnten, also diese Gläubigkeit hat eher noch zu als abgenommen und hat besonders zu tun mit dem Mobiltelefon, weil man ja da in einigen Betriebssystemen oder auch Apps überhaupt keine Zertifikate rausreihen oder verändern kann. Und da doch immer mehr Leute mobil klicken, können sie ja die Zertifikate dann nicht mehr annehmen. Sie können also effektiv die Seiten nicht aufrufen. Ja, damit sind wir dann von der Rückschau in die Vorschau. Wir haben da ja immer so unterschiedliche Kategorien. Fangen an mit neue Geschäftsfelder. Unser Service hier für alle die, die noch einen Job brauchen. Oder ein Startup gründen wollen. Genau. Wir stellen hier aber auch erstmal eine Frage. Wird Facebook wohl in die Passwortprüfung einsteigen? Nein, nehmen Sie für die Bank nicht dieses Passwort, das benutzen Sie schon bei der anderen Bank. Benutzen Sie für eBay bitte nicht dieses Passwort, das heißt wie Ihr Hund. Freunde, die dieses Passwort, ja, also drei Viertel ihrer Freunde verwendeten das gleiche Passwort, war die Ansage. Da könnte man natürlich erweitern, so Freunde, die dieses Passwort verwendeten. Teilen mit ihnen diese und jene Vorlieben. Ja. Der Teilnehmer, zu dem Sie gerade Ihren Beziehungsstatus zu fest verbunden geändert haben, benutzt nicht Ihren Namen als Passwort. Benutzt einen anderen Frauen-Männer-Eichhörnchen-Namen als Ihr. Mit dem Sie früher mal fest verbunden waren. Also wir finden, da ist viel, da geht viel. Ja, also so als Dienstleistung so ein Kürzungsservice für die RUCA-Listen, die man so mit sich rumträgt. Also es ist immer wieder sehr unterhaltsam, mal zu gucken, was denn alles so an Certificate Authorities so in Telefonen und in normalen Betriebssystemen und Browsern eingebaut ist, denen man so implizit vertraut qua Installation dieses Systems. Das ist immer wieder eine sehr erstaunliche Liste, so mit tauchen dann so Dinge auf wie irgendwelche obskuren Institute für Kommunikation aus Ländern, die nur so mittelmäßig demokratisch sind, oder auch irgendwelche Certificate Authorities, die schon lange ja als nur minder vertrauenswürdig bekannt geworden sind. Und das so mal auf das Wesentliche zusammenzudampfen, denke ich mal, ist auf jeden Fall ein neues Geschäftsfeld. Wir sollen nicht gegen das DFN runnen, wurde hier angemerkt. Ja. Also CA-Listen-Optimierer, was im Wesentlichen bedeutet, CA-Listen-Kürzer. Und ja. Ja, ja, auch für Mobiltelefone auf jeden Fall, weil da kann man ja meistens sie sowieso nicht per Hand ändern. Ja. Ja, noch einen Geschäftsfeld mit Zukunft? Also in dem Zusammenhang möchte ich das nochmal anprangern, was du gerade gesagt hast, dass es noch Geräte gibt, auf denen man in diese CA-Listen gar nicht eingreifen kann. Ja, das ist eigentlich inakzeptabel, vollständig. Ja. Ja, also man will Zertifikate hinzufügen, damit man sich seine Man-in-the-Middle-Attacke selber bauen kann, ne? Und eben auch umgekehrt. Ja, ein Trend in der Authentication, nachdem wir nun festgestellt haben, mit den Passworten ist alles doof, Zertifikate sind auch scheiße. Irgendwie muss man sich authentifizieren. Was da gerade passiert ist, dass
Also Firmen wie so große Zahlungsanbieter zum Beispiel, die benutzen alles, was sie kriegen können an Daten, um eine Authentifizierung zu machen. Also einfach zu sagen, so hier Tipprate, von welcher IP-Adresse kommt man, welcher Browser ist es, welche Betriebssystemsversion, was kann man sonst noch so sehen, was ist irgendwie aus der Browser-History zu ersehen, wenn man an die rankommt und so weiter, so komische Sprünge festzustellen. Das ist so ähnlich wie die Technik, die früher bei den Kreditkartenanbietern, also als sie neu war, so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, nämlich dass die einfach sich die Zahlungshistorie angucken und wenn man sonst normalerweise mit seiner Kreditkarte nur tanken fährt und irgendwie gelegentlich mal irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Einkauf bezahlt und plötzlich kauft man irgendwie 5 Plasmafernseher in Hongkong damit, dann ist möglicherweise was nicht so, wie es sein sollte. Und so ähnliche Dinge versuchen die jetzt auch im Internet und das als quasi daraus, also ja, irgendwie Identifikationen zu generieren. Und wenn man jetzt davon nicht belästigt werden möchte, dann kann man ja noch, also könnte man als neues Geschäftsfeld eine Virtual Machine bauen, die eine fixe Identität enthält. Also die halt ein immer genau dasselbe Environment vorspiegelt, dass man in der Lage ist, ja, seine Identität auch mitzunehmen oder zu verschenken. Genau. Wer sich damit ein bisschen beschäftigen möchte, der schaut sich einfach mal an, wie viel JavaScript der eigene Browser ausführt, wenn man sich bei PayPal einloggt. Ja, dann sind wir ja bei diesem Thema Dinge, die nach Hause telefonieren. Ja, da kommen wir auch später noch ein bisschen mehr zu. Und wenn die dann nach Hause telefonieren und irgendwann nicht mehr nach Hause telefonieren können, weil das zu Hause pleite gegangen ist. Oder hops genommen wurde. Dann ist es ja vielleicht ganz spannend, diese Domainnamen und whatnot aufzukaufen und dann mal zu gucken, was man damit anfangen kann, mit dem Traffic, der da aufschlägt. Also gleiches. Ich meine, wir haben mittlerweile so langsam die Situation, dass wo IPv4-Adressen langsam knapp werden, tritt genau dieselbe Situation auf wie bei Telefonnummern. Ne? Also so ja, früher hat die Post, Telekom, whatever, eine Telefonnummer, die abgeschaltet wurde, wie lange auf Eis gelegt, bevor sie sie wieder in Umlauf gebracht hat? Also Jahre, glaube ich. Ne? Mittlerweile sind es nur 6 Monate. Und bei IP-Adressen, naja, irgendwann wird es halt knapp, ne? Dann werden die Fristen kürzer und dann kann man schon mal so einen IP-Adress-Block erben, auf dem halt noch so ein paar Megabit Traffic permanent ankommen. Ist auch schon tatsächlich passiert. Und also dieses digitale Adressnachlass verwalten. Ein E-Mail-Catch-All? Ja, stimmt, ja, E-Mail-Catch-All für sowas. Mhm. Wenn du dir dann für so einen Domainnamen auch noch das E-Mail-Catch-All. Ach so, ja, so Wildcard, wir nehmen sie alle. Eingehende E-Mail, das, ja. Sowieso immer alle E-Mail annehmen, ne? Ist also, das ist extrem unterhaltsam, also was da alles so kommt. Also die Leute vertippen sich, also besonders unterhaltsam bei sowas sind natürlich Vertipper, die dann permanent werden. Weil sich der E-Mail-Client ja natürlich die Adressen merkt, an die er schon mal erfolgreich zugestellt hat. Und dann landet man auf den absurdesten Mailinglisten. Also das, ja. Was wir denken, was wahrscheinlich noch nicht kommen wird, das sind verhaltensbasierte Scam-Matching-Trojaner. Also wenn wir uns so angucken, wohin die Reise geht, so bei den Mobiltelefonen, das wird so, also so die wichtigsten Beispiele sind so Google Now und Siri. Das Ziel davon ist ja so digitale Lebensberatung. Ne? Also wenn man sich so Google Now anguckt zum Beispiel, die wollen dann, wenn die sehen, man hat einen Flug gebucht, dann sagen sie einem schon, okay, das Wetter am Zielort wird leider ein bisschen schlecht, pack mal irgendwie eine Regenjacke ein, fahr ein bisschen früher los, dein Flug geht irgendwie pünktlich, und aber da ist Stau auf dem Weg, so halt. Ne? Ja, also Siri musst du noch fragen, ne? Und dann heißt es, nimm Regenschirm mit, und Google Now sagt dir das gleich vorher. So, und diese Art von Dienstleistung wird immer wichtiger für die Mobiltelefone. Und das ist natürlich die interessante Frage, wie sieht denn so Malware dafür aus? Ne? Also was macht denn dann Malware, wenn sie mit Siri spielen geht oder mit Google Now? So, und heute ist es ja so, also wenn man so einen Browser-Hijacking-Trojaner hat, der tut einem ja da andere Werbung rein. Meistens halt dann für irgendwelche anderen Scams, das wird ja weiter vermietet.
Und dann ist die interessante Frage, was passiert denn dann, wenn man also so einen Location-Service auf so einem Mobiltelefon hijackt und oder Siri mit einem Input-Filter versieht, der dafür sorgt, dass bestimmte Fragen etwas anders formuliert werden. Man sieht ja das Ergebnis dann nur so halbpassend und so. Aber wir denken, 2013 ist vielleicht noch ein bisschen früh dafür, weil die Basis-Services noch nicht so weit ausgerollt sein werden. Aber da kann man auf jeden Fall noch eine Menge Spaß mit haben. Genau. Neue Trendsportarten sind ja auch die Dinge, von denen wir hoffen, dass sich die Leute das mal antun, das lustig finden und dann einfach damit weitermachen. Und was ich sehr interessant fand, war der Safecast-Vortrag dieses Jahr von dem Sean Bonner, der hier war und erklärt hat, wie sie das Radioaktivitäts-Reporting-Netzwerk in Japan aufgebaut haben, nachdem Fukushima passiert ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Albtraum der Regierung oder so, ja? Dass der Bürger plötzlich anfängt, Daten zu produzieren, die relevant sind, die Aussagen treffen, die Offiziellen einfach nicht machen, die vielleicht nicht machen können, wie auch immer. Und dann das Volk eine Referenz in der Hand hat und weiß, da ist kein Filter vor. Ja, das sind einfach die Daten, das sind die Fakten. Da macht keiner einen Gute-Laune-Filter oder da will ich irgendwie niemanden hinsiedeln, umsiedeln oder so Sachen, sondern da ist einfach erstmal, da liegen die Daten auf dem Tisch und dann können wir uns darüber unterhalten, wie die zu interpretieren sind. Und was wir ja sehen, ist, dass viele Dinge bezahlbar werden, was die Sensorik angeht. Ja, ich meine, gut, die Safecast-Leute, die sind halt auch losgegangen und haben gesagt, okay, die Geigerzähler sind weltweit ausverkauft, ja, im Wesentlichen von irgendwie den Bunkerbetreibern in Ohio oder so, die Sorgen machen, dass das da die Wolke rüberweht oder was. Und in Japan konnte man schon gar nichts mehr kriegen, die Leute, die es tatsächlich betroffen hat. Die sind dann irgendwie losgegangen, haben sich Fabriken gesucht und gesagt, wir brauchen mal eine ganze Palette voll und wir finanzieren das über Kickstarter und dann droppen wir die über Japan. Ja. Private Geigerzähler sind in Japan illegal? Nee, du kannst ja sogar Telefone mit Geigerzählern kaufen. Ja. Wie auch immer, wenn alle Leute einen Geigerzähler in der Hand haben, weiß ich nicht, wie lange die noch illegal sind. Der Punkt ist der, dass da das Sensormonopol, das kann man knacken. Ja? Vor allen Dingen, wenn man eben nicht mehr nur lokal unterwegs ist, sondern international vernetzt ist, eine Internetgemeinde im Rücken hat, dann geht da was. Und sich dann hinzustellen und Sensordaten zu produzieren, ist sinnvoll. Das ist auch und vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn es noch überhaupt keinen Vorfall gegeben hat. Ja, damit man eine Baseline hat, für wenn was passiert. Und die Safecast-Leute arbeiten jetzt zum Beispiel an Luftqualitätssensoren als nächstes. Ja, analog zu den Krypto-Partys empfehlen wir RUCE-Listen-Aufräumpartys. Weil nicht jeder wird sich diese teuren, hochqualifizierten RUCE-Listenkürzer-Profis leisten können. Da kann man ja eigentlich keine Stundensätze unter was? 250 aufrufen? Na mindestens. 250. Na mindestens, oder? Ja. Das ist doch Vertrauensarbeit. Die müssen alle zertifiziert werden. Ja, mit Zertifikaten. Lassen wir das. Was haben wir noch? Böse Netze 2.0.
Ich habe das gegoogelt und es gibt wohl noch keine Trojaner, die tatsächlich in diesen RootCA-Listen rumfummeln und da Sachen neu dazutragen, also neue Einträge machen oder Dinge entfernen oder austauschen. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Also ich meine, wir haben schon so, wir sagen ja immer gerne, also wir haben schon seit mehreren Jahren dann immer den so Monsterwürmer vorhergesagt. Dieses Jahr gab es ein paar sehr, sehr beeindruckende Vorlagen, so ein paar aus dem staatlichen Bereich, aber so ein paar auch aus dem privaten Bereich, die, also was sich zum Beispiel in sowas wie Tor Hidden Services irgendwie als Command- und Kontrollnetzwerk benutzen, hinreichende Eigenintelligenz haben, Multiplattform-Verteilung machen können. Also da gibt es schon so einiges, was so passiert, aber lustigerweise so die CAs umpatchen, also die CA-Listen umpatchen, haben wir bisher noch nicht so gefunden. So, ne? Also nur so als Forschungsinspiration. Ja, Medizingerätevernetzung ist so ein Thema, was wir davon ausgehen, dass es 2013 doch erhebliche Wichtigkeit gewinnen wird. Wenn man sich so auf eBay mal im Bereich medizinische Geräte umguckt, da sieht man so einiges, was jetzt so aus den Krankenhäusern rausfliegt. Ja, Kameras gibt es schon in OP-Sälen, genau. Aber also was da so rausfliegt, so ein Patientenmonitorsystem, Röntgengeräte, auch irgendwie Medikamentenpumpen und so ein Zeug. Das handelt sich dabei alles um Gerätschaften, die also nicht direkt mit Sicherheit so als erste Priorität gebaut wurden. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel so eine Krankenhausdatenbank, die so langsam ist und so ja, häufig kaputt ist, dass die Stationsschwestern anfangen, sich für jeden Patienten ein Notepad-File anzulegen auf dem Stationscomputer, wo sie halt alle wesentlichen Sachen, also was er für die Medikamente bekommt und wann er zu welchen Untersuchungen muss, darin zu notieren, und die Nachtschwester trägt es dann immer in die Datenbank ein, irgendwann, weil über die wird die Abrechnung gemacht. Und diese Notepad-Files liegen dann auf einem sozusagen World-Readable Windows-Share, was auch die Patienten, wenn sie die richtige Ethernet-Dose erwischt haben, lesen und modifizieren können. Und wenn man dann so ein bisschen weiter guckt, dann möchte man, wenn man dann so die ersten CRTs und irgendwie ähnlichen Geräte sieht, in diesem Netz dann doch lieber so nicht weiter gucken. Also die Vernetzung von Medizingeräten schreitet jedenfalls voran. Ja, zu ihrem Nachteil im Moment. Mhm. Der nächste Punkt, der dann da passiert, ist ja, also einmal, ne, diese, was soll man sagen, ungeschickt oder soll man sagen kriminell oder soll man sagen fahrlässig oder was? Mischung von Betriebsgerät, also wie medizinischen Sachen und irgendwie Nicht-Betriebsgerät und oder irgendwie Netzwerkanschluss im Zimmer, wo auch Betten sind von Leuten, die Laptops mitbringen. Ja, ist dann die Problematik, dass sich alle Dinge der Tricks bedienen, die man von Skype kennt und die bei Skype entwickelt wurden, um aus Netzen rauszukommen, ja, damit man telefonieren kann. Ihr wisst das, irgendwie ist es völlig egal, wo ihr seid, völlig egal. Hinter der großen Firewall von China ist vielleicht noch ein bisschen problematisch, aber alle anderen großen Firewalls von irgendwelchen Ländern oder Firmennetze oder so, du machst Skype an, Skype geht immer. Ja, das heißt, es findet immer einen Weg nach draußen, findet immer einen Weg irgendwie, um die Datenströme auszutauschen und so weiter. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, die Skypifizierung aller Dinge, also auch die Dinge, also so Zeug, Dinge mit Netzwerkanschluss, die dann immer davon ausgehen müssen, dass der Kunde einen total kaputten NAT-Router hat, der hinter einem total kaputten NAT-Router hängt, der hinter einem total kaputten NAT hängt von irgendeinem Wireless-Hotspot-Betreiber, der hinter einer kaputten NAT-Firewall hängt. Und das, ja, zwischen der NAT-Firewall und NAT-Firewall passt immer, immer, immer noch eine NAT-Firewall. Und damit müssen die halt umgehen. Und das bedeutet eben, dass man sich dagegen nur wehren kann mit Deep Packet Inspection. Ja, das ist die logische Folge, ne? Oder was? Ja, wenn irgendwie alles nur noch über HTTPS rumtelefonieren. Das macht natürlich die Netze als solche und die Dinge, die da drin sind, nicht sicherer. Dann fällt auf,
dass da ein Konflikt immer schärfer, aus unserer Sicht natürlich interessanter wird, nämlich der Konflikt zwischen Safety, also Sicherheit von Personen und Geräten sozusagen, Zertifikationsvorgaben und das, was echte IT-Security ist. Ja, so dass man früher Witze gemacht darüber, dass man Windows NT nach Orange Book, das Militärstandard gewesen damals, zertifizieren konnte. Windows NT. Das Einzige, was man tun musste dafür, um das zu erreichen, war diverse Dinge in den Settings einzustellen, das Diskettenlaufwerk zu entfernen und die Netzwerkkarte. Und patchen durfte man übrigens auch nicht. Weil damit hat man ja den Softwarestand verändert und dann war das Ding eben nicht mehr zertifiziert. So, und wenn man dann jetzt hört, dass intelligente Stromzähler, Netzwerkschnittstelle, dann denke ich, okay, erste Anforderung muss sein, das Ding muss patchbar sein. So, und dann heißt es, ja, aber das Eichamt. Na, ich meine, so ein Stromzähler ist ein abgenommenes Messgerät, weil das, was es da zählt, hat dann halt natürlich eine monetäre Bedeutung und das ist dann halt... Ist dann halt irgendwie, richtige Anmerkung, die Leute beim Eichamt sind ja dieselben Leute wie die mit den Wahlcomputern und die sind dann jetzt für Smart Meter zuständig. Das ist eine amüsante Betrachtung so. Ja, also jedenfalls können die halt diese, also gibt es halt an verschiedensten Stellen so Geräte, die man halt nicht mehr richtig patchen kann, jedenfalls nur mit großem Aufwand. Patchability hatten wir vorhin schon so. Und was haben wir da? Alles genau. Mögliche. So, also das tritt halt nicht nur bei so Smart Mietern auf, sondern auch zum Beispiel bei Autos, bei Industrieanlagen, auch bei Krankenhäuser, Medizingeräte, auch genau, richtiger Punkt. Atomkraftwerk ist auch ein ganz tolles Beispiel für sowas. Ne? So, wenn man da so sieht, was da so für Zeug gefahren wird. Das war im Zuge der Stuxnet und Scada-Geschichten kam ja da eine Menge hoch, was da so an fossiler Hard- und Software so immer noch betrieben wird, weil die nicht gut gepatcht werden kann, weil dann die Zertifizierung flöten geht. Zahlungsverkehrsterminals. Oh ja, genau, ja. Also zum Beispiel so Geldautomaten sind auch immer wieder toll. Ne? Also wer kennt denn jemand, der EC-Karten-Skimming zum Opfer gefallen ist? Ach, das finde ich jetzt wenig. Ich habe nicht gefragt, ob euch das passiert ist. Ne? Kennt ihr jemanden? Irgendjemanden? Nein, okay. Echt nicht so viel. Na, sieh mal an. Erstaunlich. Naja, passt aber, ne? Also 3% oder so ist, glaube ich, die. Ja? Die deutsche Karte ist sicher, hören wir aus berufenem Munde. Ist aus guter deutscher Eiche. Das Terminal. Genau, also wir denken, dass dieser Konflikt hier für zwischen Safety, Certification versus Security, ich muss die Dinge einfach patchen können, ich muss da Software-Updates machen können, ich muss sie auch schnell machen können, dass da die Konflikte noch sehr interessant werden. Ja, also vor allem, wenn man sich so überlegt, was so alles Industrieanlagen sind. Ne? Also wenn ich so höre, irgendwie der ICE-3 kommt gerade nicht durch die Abnahme, weil das Notbremssignal mehr als eine Sekunde braucht, bis es bei den hinteren Wagen ist, durch das Netzwerk. So, also nur mal so. Und dann fragt man sich schon so irgendwie, was tun die da eigentlich? Weil so in einer Sekunde sind wir wie viel Mal um den Planeten rum mit dem Ping? Ich dachte, das hätten wir gerade erklärt. Die machen da Deep Packet Inspection. Auf einem 100 Megahertz Rechner wegen des Stromsparens oder so. Volker? Ja, ich hätte
Das geht nicht. Doch, jetzt geht's. Ich hätte noch einen Hinweis. Ich habe ja mal im Pharma-Packaging gearbeitet, also in der Produktion von Medikamenten. Und da sehe ich zwei sehr interessante Entwicklungen, die eigentlich super zusammengehen würden. Das eine ist das, was ihr hier erwähnt, nämlich, dass die Produktionsmaschinen dort immer mehr vernetzt werden. Und da sie zertifiziert sind, das waren die alle 5 Jahre, vielleicht mal, wenn man was ändert, sind sie doch recht statisch in ihrem Patch-Level. Und das Zweite, was ich dort gesehen habe, ist, dass dort gerade die Entwicklung stattfindet, dass man individuelle Medikamentenpackungen macht. Dass man also quasi für eine Person, für eine Person die Medikamente vorbestellt, damit man nicht mehr so viele Medikamente wegschmeißt. Und wenn man das jetzt kombiniert, dann kann man sich eigentlich, wenn man den Patch-Level geeignet hat in den Maschinen, die das zusammenstellen, auch wirklich individuelle Medikamentenpackungen bestellen. Ja, vielen Dank. Also wir sehen, also die vernetzte, individualisierte Medizin hat noch eine große Zukunft. Mhm. Allerdings. Hä? Die Frage ist, ob Drohnen zertifiziert werden. Also ich habe mal einen Artikel gelesen über die Softwarearchitektur von so einer amerikanischen Drohne und in die wird betrieben auf einer bestimmten Ebene, also nicht auf allen Ebenen, mit verteiltem Echtzeit-Java. in Deutschland werden Drohnen zertifiziert, vielen Dank. Also ich meine, macht ja auch Sinn, ne? Also ich meine, wie war diese Begrifflichkeit bei der Bundeswehr, der Wirkmechanismus? Damit meinen Sie die Rakete. Ja, wir haben ja dieses Konzept der Corporate Franchise City States, die sich so langsam herausbilden. Was wir damit meinen, sind halt so Informationsökologien à la Apple und Facebook, aber auch Amazon oder Google, die einem Dinge versprechen. Das ist so ein bisschen wie früher mit den Fürsten im Mittelalter, die einem dann sagen, okay, komm zu mir, hier hast du vielleicht irgendwie nicht so viel Redefreiheit, aber dafür ist irgendwie alles schön sicher und die Ecken sind rund. Und oder mehr so die Google-Fürstentümer, die sagen so, naja, gut, Android ist das neue Windows, aber mehr so XP, was die Sicherheit angeht, aber dafür kannst du halt noch selber ein bisschen drin rumpatchen so. Und so, da entwickeln sich so verschiedene, so diese Fürstentümer. So. Und die Frage halt eben, also was man dafür bekommt, also wie viel Sicherheit man tatsächlich dafür bekommt und wie viel Handlungsfreiheit, da wird man sich dann so in Zukunft wohl auf dieser Ebene entscheiden müssen. Also die Frage, lebt man lieber so in Singapur, wo man irgendwie keinen Kaugummi auf die Straße spucken darf, oder mehr so in Sao Paulo, wo es vielleicht ein bisschen hübscher ist, aber dafür man gelegentlich an der Ampel entführt wird. Die muss man also für sich beantworten. Ja, und ein wesentlicher Bestandteil dessen ist halt diese Disneyfizierung. Also die Frage, wie viel Entscheidungsgewalt bekommen denn diese Konzerne, denen wir unsere Informationen anvertrauen, deren Geräte wir benutzen, weil uns gehören die Geräte ja dann nicht mehr, insbesondere die iDevices. Und was kann man dann überhaupt noch darauf sagen? So, ne? Also heute sah ich einen Tweet von mir gestern, da ging es nämlich um das Synchronpoppen hier im Saal mit der Popfolie. Und der hat den Tweet mit dem Synchronpoppen irgendwie nach Facebook gecrosspostet, wo er nach einer Stunde zensiert wurde. Das meinen wir mit Disneyfizierung. Wir denken, dass man hier aufpassen muss. Also die Datenhygiene 2.0, die Digitalhygiene, da muss jeder an sich arbeiten. Und
ihr habt schon mal jemanden gesehen, wie er sich verhält, wenn das Smartphone weg ist, ne? Oder gerade ins Klo gefallen ist. Na, also die Verzweiflung ist ja dann doch immer groß. Und früher gab es so bei einigen deutschen Banken. Das erinnert mich an so eine Story von jemandem, dessen Namen ich nicht nennen will, dem sein Psion im IC durch die Bahntoilette gefallen ist. Und der dann, wo auch immer er war, auf der nächsten Station ausgestiegen ist und dann die Schienen entlang gelaufen ist, um diesen Chip da aus diesen Dingern zu pulen, wie auch immer. Ja. Verzweifelt wird man, glaube ich. Ja, also früher gab es bei Banken ja den, also bei einigen Abteilungen von einigen deutschen Banken, nachdem die ersten, ich glaube es war nicht Config, aber irgendeiner von den frühen Würmern durchgelaufen war, die diese ganzen Abteilungen lahmgelegt haben, haben die dann angefangen, einen Paper Day zu veranstalten. Das heißt, die haben einmal pro Jahr gesagt, wir nehmen uns an einen zufälligen Tag und an diesem Tag tun wir so, als ob die Computer nicht funktionieren. Das heißt, wir probieren einfach, als ob wir unsere Geschäftsprozesse ohne Computer abgewickelt bekommen, also mit Stift und Papier. Telefon okay, aber nicht viel mehr. Und wahrscheinlich ist an der Zeit langsam, dass wir uns gelegentlich mal überlegen, so eine persönlichen Paper Days einzuführen. So einmal im Jahr kann sich ein Tag aussuchen, wo es nicht ganz so stressig ist. Na los, wer von euch kann sich noch mehr als 2 Telefonnummern merken? Okay, das war zu einfach. 10? IP-Adressen. Und jetzt die Fangfrage, IPv6 oder was? Also ja, also wir denken, dass es tatsächlich eine, durchaus empfehlenswert ist, es einfach mal zu probieren. Genau, um der Smart Demenz entgegenzuwirken, der nicht totalen Hilflosigkeit, wenn das Telefon gerade mal weg ist oder der Akku leer. Also erlaubt ist Telefon ohne Adressbuch, Stadtplan, Zettel, Papier, Stift und was man sonst noch so an Informationen rumliegen hat. Wieso? Was mit meinen Enkeln? Achso, du meinst mal Fotos auch mal wieder ausdrucken? Also auch gelegentlich das Internet ein wenig ausdrucken hilft tatsächlich auch. Zumindest solange es noch geht. Genau. Ja, also das ist das eine, was wir denken, was sehr wichtig ist, um langfristig überlebensfähig zu bleiben. Die andere Geschichte ist das Thema Lifecycle Management. Da muss sich ein Bewusstsein etablieren. Und wenn man das ein bisschen durchdenkt, dann wird das ganz schön spannend, finde ich. Also wenn man sagt, man hat diese ganzen Dinge, die sich alle mit dem Internet verbinden zu Hause, die man möglicherweise sogar benutzt, um irgendwas im Internet aufzurufen. Und die nach Hause telefonieren, was nicht noch alles machen. Und wenn man sich sowas aussucht heutzutage, dann muss man ja einfach mal darauf achten, ob das Ding überhaupt gepatcht wird. Ja, also ist der Hersteller dafür bekannt? Hat er überhaupt jemals schon in seiner Vergangenheit ein Firmware-Update rausgegeben? Sind da Sachen gefixt gewesen? War das hinterher weniger schlimm als vorher? Und so weiter. Reagieren die auf Dinge, die passieren? Ging das Gerät noch? Was? Ging das Gerät nach dem Update noch? Genau, ging das Gerät hinterher noch und solche Geschichten. Und bei einigen Dingen kristallisiert sich ja jetzt heraus, dass also gerade beim Mobiltelefon einige tun das einfach nicht. Ja, da ist dann irgendwie, da kommt ist Android 2.3 drauf. Glaube ich immer noch die meistinstallierteste Installation auf diesem Planeten. Also Android 2.3 is winning. Ja, immer noch. Und man kann also gar nicht damit rechnen, dass das geupdatet wird, schon mal schlecht, fällt aus dem Filter raus, gar nicht erst kaufen, braucht also Dinge, die geupdatet werden, und dann muss man eben sich überlegen, okay, das geht jetzt end of service, das wird also nicht mehr gepatcht, dann muss es weg und durch was anderes ersetzt werden. Das ist also eigentlich schon mal natürlich eine Umweltkatastrophe und vielleicht brauchen wir noch in den neue Geschäftsfelder, dass man dann immer sagen kann, okay, dann machen wir das Ding halt auf, installieren da irgendwie irgendwas anderes, Linux oder so, und das wird dann gepflegt hoffentlich. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus?
man hat diese Dinge, man sucht die aus nach, das wird noch gepatcht, der Anbieter kann es sich hoffentlich auch leisten zu patchen, nach so und so vielen Jahren muss das Zeug raus und bei der Verwandtschaft muss man da vielleicht mal drauftreten, damit sie sich davon trennen. Ups, mir ist das runtergefallen, das tut mir jetzt echt leid, hier ist ein neues. Oder wahlweise sich einen großen Hund borgen und den mitnehmen, der gerne auf Geräten rumkaut oder so. Genau, damit da eine gewisse Datenhygiene drauf kommt. Vor allen Dingen denkt an eure Eltern, die haben alle eure Fotos. Damals, als ihr noch klein wart. Naja, die digitalisieren die mittlerweile auch, ne? Genau. Und tun die auf Facebook. Wie auch immer. Also die da muss man dran arbeiten. Das ist Lifecycle Management. In Firmen kennt man das längst, na klar. Aber spannend ist ja doch dieses, wenn man sich jetzt was aussucht, was hoffentlich gepatcht wird, dann muss man was nehmen, was populär ist. Weil es unwahrscheinlich ist, dass etwas, was nicht populär ist, auch gepatcht wird, weil das lohnt sich ja gar nicht. Und wenn sowas, was dann populär ist gewesen und weit ist. Verbreitet ist, plötzlich ein gewesen ist, ist, ja, also es ist weit verbreitet und es ist es immer noch, aber es ist jetzt abgelöst worden durch das nächste iPad, dann wird es nicht mehr gepatcht. Ja, und dann akkumulieren sich dann natürlich die ungepatchten Sicherheitslücken und damit ist es plötzlich, vorher war es die beste Wahl, weil es eben noch gepatcht wurde und hinterher ist es die schlechteste Wahl, weil es weit verbreitet ist und Sicherheitslücken hat, das heißt das ideale Ziel. Ja, also man hat da die, am Anfang ist Popularity gut und weit verbreitet und plötzlich ist es ganz, ganz schlecht. So, okay. Kurz drüber nachdenken. Jetzt denkt ihr alle, ja, dann nehme ich noch den, nur noch diesen obskuren Kram von der Haile Ho Chi Minh Taiwan LTD und davon gab es eh, davon sind nur 2000 Stück verkauft worden, ey, dafür interessiert sich niemand, das ist kein Target. Und dann? Genau, und dann irrt man sich auch da, weil auf den Flower Power Enterprises Devices ist halt überall dasselbe drauf. Ne? Da ist dann überall ein gammeliges altes OpenWRT drauf, was irgendwie lange niemand gepatcht hat mit einem FFmpeg von vor 5 Jahren. Und da muss man sich dann keine Gedanken mehr darum machen, dass irgendjemand das spezifisch dieses Flower Power Enterprises Device angreift, sondern die Exploits gingen dann halt gegen die Komponenten. Ja, also wir kommen dahin, dass wir Security Management auf dem Level der Softwarekomponenten, die überall gleich sind und die überall drinstecken, machen müssen, nicht mehr auf dem von einzelnen Geräten. Wenn wir uns angucken, wieso Sachen herstellen um die Ohren fliegen, also auch irgendwie Netzwerkausrüster oder wie auch immer, ist es in der Regel meistens Zeug, was sie von Third-Party-Anbietern zugekauft haben. So, und am schönsten sind dann Firmware-Update-Utilities, so angreifbare Firmware-Update-Utilities. Ich hörte, da werden wir nächstes Jahr Spaß mit haben. Ja, haben wir gehört, ne? Mhm. Dabei gibt es hier gar keinen Keller. Das war jetzt BCC-Witz. Okay. Ja. Damit entlassen wir euch. Wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 1984.